Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, ich glaube, wir sind uns alle hier einig. Wir wollen alle eine gute Qualität in der Pflege. Das ist ein guter Anspruch, den verfolgen wir alle. Den haben wir mit Rot-Rot auch verfolgt, als wir das Wohnteilhabegesetz im Jahr 2010 eingeführt haben. Und dabei ging es unter anderem darum, dass es mehr Selbstbestimmung gibt, dass es mehr Selbstständigkeit gibt und dass es auch mehr Selbstverantwortung gibt. Und für viele Menschen, die auf Pflege angewiesen sind und nicht mehr alleine oder nicht mehr zu Hause leben können oder auch nicht mehr alleine leben wollen, liegen die Vorteile von Pflege-WGs auf der Hand, weil sie genau dort mehr Selbstbestimmung haben als beispielsweise in stationären Einrichtungen. Das war auch ein Punkt, den wir mit dem Wohnteilhabegesetz damals eingeführt haben oder den auch stärken wollten. Und ich sage auch heute, dieses Wohnteilhabegesetz hat, und es wurde unter sehr schlechten bundesweiten Rahmenbedingungen damals eingeführt, die Rahmenbedingungen sind heute auch nicht besser auf Bundesebene, aber dieses Gesetz hat einfach zu vielen positiven Entwicklungen geführt und auch Spielräume eröffnet. Das sagen wir heute noch. Dieses Gesetz war gut. Und trotzdem, Luft nach oben ist immer. Die Grünen haben jetzt einige Punkte angesprochen. Die sind auch nicht alle von der Hand zu weisen, auch wenn wir nicht jeden Punkt teilen, den sie angesprochen haben. Und es ist immer richtig, über Verbesserungsvorschläge zu diskutieren. Und das werden wir denn im Ausschuss auch genauer zu tun haben. Trotzdem sage ich, dazu gehört auch, und da hat Frau Ratzewil recht, dass wir uns noch mal genau angucken, wie sind eigentlich die Erfahrungen mit dem Wohnteilhabegesetz. Ich finde im Übrigen auch, man müsste sich noch mal genauer angucken, wie wurde dieses Wohnteilhabegesetz eigentlich bis zum heutigen Tage durchgesetzt und wo hakt es denn da? Also Kontrollen sind festgeschrieben, wo werden eigentlich Kontrollen durchgeführt und wie werden die durchgeführt und wo müssen sie eingeführt werden und wo will man es nicht? Das sind alles Punkte, die man sich genauer angucken muss. Und neben der Beleuchtung der Probleme müsste man sich auch noch mal genauer angucken, gibt es denn noch weitere Stellschrauben, die gedreht werden sollten? Und da finde ich, ja, brauchen wir nur das Beispiel Pflegemangel zu nehmen, auch wenn Herr Chaya uns heute wieder großartig gesagt hat, die Erfolgsstory der Koalition, die wir ja kennen, auch in diesem Bereich, im Pflegebereich, finde ich, dass da auch noch sehr viel Luft nach oben ist, um es höflich auszudrücken. Dieser Senat hat da nicht allzu viel gemacht. Wir gucken uns jetzt mal an. Schulgeld ist ein wichtiger Punkt, Abschaffung des Schulgelds, um den Pflegemangel aufzuheben. Wir gucken uns mal an, was da passiert. Bis jetzt konnte ja noch nicht so viel gesagt werden, wie der Zeitplan ist. Das sind alles Sachen. Da würde ich mir wünschen, dass dieser Senat und diese Koalition irgendwie mal tätig werden würden und nicht nur sitzen würden und gucken würden, wie die Situation sich immer weiter verschlechtert. Und aus diesen Erfahrungen, liebe Grünen, muss ich auch mal sagen, dass wir im Moment noch nicht davon überzeugt sind, dass es jetzt so eine wirklich gute Idee ist, zu sagen, man novelliert mal dieses Wohnteilhabegesetz. Und in diesem Zusammenhang, Frau Wilprath, Sie waren auch schon dabei, erinnere ich an die legendären Reden von Herrn Hoffmann zum Wohnteilhabegesetz. Die waren zum Weglaufen, die Positionen der CDU. Und dieser Senat und diese Koalition sollen jetzt Verbesserungen über eine Änderung des Wohnteilhabegesetzes herbeiführen. Da frage ich Sie, trauen Sie es diesem Senat wirklich zu, der bisher nichts gemacht hat? Die wollen keine Politik gestalten. Und seit heute zeigen Sie uns auch mit den lustigen Buttons, was Sie wollen. Die wollen nur noch spielen. Und da muss man sich genau überlegen, was man ihnen in die Hand gibt.